willkommen zum neuen Video. Und naja, wir sind wieder auf Tour, es geht wieder los. Endlich, muss man fast schon sagen. Vor allem ist das zum ersten Mal seit langer Zeit eine Tour mit ja, mehr oder weniger offenem Ende. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um zum TUM zu fahren. Was, naja gut, normal ist man innerhalb von einem Tag in Freiberg. Aber dieses Mal habe ich eben eine ganze Woche Zeit. Und mal gucken, wo wir da unterwegs so alles landen, was wir alles erleben. Jetzt im Moment fahren wir von Regensburg aus, das Nabtal hoch in Richtung Norden, Richtung Kalmünz. Und der Plan für heute grob ist jetzt erst einmal die nördliche Oberpfalz zu fahren. Das heißt erst einmal an Kalmünz vorbei, nach Amberg, was ja eine Strecke ist, die wir mittlerweile in- und auswendig kennen, weshalb ich da nicht so arg viel filmen werde. Und naja, aber mal sehen, vielleicht entdecken wir ja auch auf dieser Strecke das ein oder andere Neue. Weil spätestens dann nördlich von Amberg kenne ich mich auch nicht mehr so extrem gut aus. Und naja, mal gucken. Schauen wir einfach mal, was wir so finden. Und ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen mitzukommen. Und da vorne ist Amberg. Und da wir heute jede Menge Zeit haben, fahren wir mal hoch zu der Wallfahrtskirche. Da auf dem Maria-Hilfberg heißt das, glaube ich. Ist nämlich ganz hübsch da oben. Und ich glaube, im Video waren wir da noch nicht. Denn ich selber war auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr da oben. Wie gesagt, das ist immer ganz nett anzusehen. Da hat man schön einen Blick von da oben. Geht das erste Mal brachial steil bergauf. Und die Straße heißt treffenderweise auch Bergauffahrt. Besser hätte man sie nicht nennen können. Von Amberg aus geht es jetzt weiter Richtung Norden. Ja, wie gesagt, unser heutiges Tagesziel ist erstmal Chemnat, beziehungsweise da oben die Gegend. Und mal schauen, was wir unterwegs noch alles entdecken. Wir haben jetzt hier gerade ein bisschen was zu Mittag gegessen und naja, wir haben es jetzt noch laut Navi 12 Kilometer bis Chemnat. Wobei wir jetzt für unser erstes Ziel gar nicht direkt bis nach Chemnat müssen, weil ich würde das ganz gern zum Rauen Kulm rüberfahren. Den haben wir ja in ein paar Videos immer schon so im Vorbeifahren gesehen und heute gucken wir uns mal aus der Nähe an. War da vor ewigen Jahren das letzte Mal. Ist keine Ahnung, 15 Jahre her oder so. Und wenn es dann noch genauso schön ist wie damals, dann lohnt sich das. Jetzt ist natürlich die direkte Straße zum Rauen Kulm gesperrt. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal retour Richtung Pressart, nachdem wir jetzt doch erstmal in Chemnat gelandet waren. Ganz toll, aber so ist das halt manchmal. Das Beschildern von Umleitungen ist nicht unbedingt die große Stärke der Straßenbaubehörden hier in der Gegend.
Nun, trotz einiger straßenbaulicher Verwirrungen haben wir es dann doch noch hierher geschafft. Sind wir jetzt hier an dem Wanderparkplatz, von dem es aus da hochgeht. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir oben am Aussichtsturm. Nun gut, das war der Ravukulm. Nächster Punkt auf der Tagesordnung. Wir brauchen eine Tankstelle. Und dann schauen wir mal, wo wir uns dann heute noch hin verschlägt. Allzu weit werden wir heute nicht mehr fahren. Na, wer sagt's denn? Haben wir es ja noch geschafft. Die Stelle, wo wir jetzt hier stehen, die ist gar nicht so schlecht, weil das ist hier so eine ruhige Verbindungsstraße zwischen zwei Weilern. Hier können wir den Tag gut zu Ende gehen lassen und bleiben hier bis morgen früh.